Zu Kita Today, unserem fast wöchentlichen Kita-Format. Mit mir, wie so häufig, meine sehr geschätzte Kollegin Frau Rechtsanwältin Trenner. Hallo und der sehr geschätzte Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Diesmal aus Texas und morgen geht's weiter nach Oklahoma, aber auch die Probleme hier, nein, die Probleme hier, die interessieren erst später. Uns interessieren die Probleme zurück in Deutschland, denn da gibt es Datenschutzprobleme, haben wir vernehmen müssen. Und zwar in einer doch recht weit verbreiteten Datenschutz-App. Dort, und zwar eine Datenschutz-App, Kita-App, Kita-App für Eltern, eine Kita-Informations-App. Ich bin schon völlig durch hier, der Jetlag haut mich um. Jedenfalls soll es dort große Probleme gegeben haben und mit einem, tja, ach, erzähl du einfach mal. Ja, tatsächlich wurde sozusagen ein Leck entdeckt im Sinne von, es gab sozusagen einfach eine Lücke, durch die man als unbefugte Person auf bestimmte Daten zugreifen konnte. Wobei der Umfang wohl auch davon abhing, wie die jeweilige Einrichtung das genutzt hat, ob da noch zusätzliche Daten hochgeladen wurden oder nicht. Darüber wurde der Betreiber selber informiert. Und hat dann tatsächlich wohl sehr schnell reagiert, hat auch tatsächlich alle Auftraggeber, also alle Kitas, alle Kita-Träger, alle Schulträger informiert darüber, sehr umfassend informiert tatsächlich und hat mitgeteilt, was tatsächlich passiert ist, dass es behoben wurde oder hoffentlich behoben wurde und was jetzt von Seiten der jeweiligen Träger zu tun ist. Wobei wir müssen festhalten, das, was da als Datenleck oder Datenpanne passiert ist, das hört sich nicht allzu schlau an, nicht allzu professionell. Diese Wertung erlauben wir uns von der Seitenlinie hier einmal zu geben. Aber Fakt ist wohl, dass es sein kann, dass wirklich zigtausende Familien davon betroffen sind, dass Namen von Kind oder Eltern wohlmöglich abgegriffen worden sind. Das wissen wir nicht. Und dass es sich hierbei eben auch um extrem sensible Daten handelt. Also über vielleicht das Geburtsdatum des Kindes, meinetwegen über die Eltern, Wohnanschriften und Sonstiges. Also es ist damit jeweils nicht zu spaßen, sollten diese Daten, die relativ leicht zugänglich waren im Internet, tatsächlich im großen Stil abgesaugt worden seien. So. Jetzt ist aber in den Medien so ein bisschen Unklarheit darüber gewesen, was der einzelne Kita-Träger, der diese App benutzt hat, jetzt wohl zu tun hat. Deshalb, Frau Datenschutzexpertin, gerade für Krippe und Kita, was muss jeder einzelne Träger jetzt machen, der diese Kita-App, sagen wir mal, vollumfänglich genutzt hat? Jeder Träger, der jetzt davon weiß, muss tatsächlich binnen 72 Stunden seine Datenschutzaufsichtsbehörde informieren darüber, weil es sozusagen ja eine Datenverarbeitung in seinem Auftrag war und deswegen ist er auch mitverantwortlich dafür. Heißt also, er muss darüber informieren, was ist passiert, wann ist es passiert, wer ist alles betroffen, in welchem Umfang sind die Personen betroffen, um welche Daten geht es also und das muss relativ umfangreich sein und eben unverzüglich, üblicherweise binnen 72 Stunden. Dafür stellen die meisten Landesdatenschutzbeauftragten Behörden sozusagen extra Formulare zur Verfügung, manchmal auch Online-Formulare. Heißt also, es wird einem da tatsächlich relativ einfach gemacht, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich darüber nachdenken, was man da nun tatsächlich einträgt und muss dann entsprechend das möglichst zügig machen. Und schließlich, ja, du hast eine Frage. Darauf wollte ich hinaus. Und schließlich, last but not least, Könnte man vielleicht auch noch auf die Idee kommen, dass die Betroffenen vielleicht auch noch informiert werden sollten. Und da sieht die DSGVO eben tatsächlich vor, dass die einzelnen Träger eine sogenannte Risikoabschätzung vornehmen müssen. Also um welche Daten geht es eben und welche Gefahr resultiert jetzt daraus, dass diese Daten möglicherweise in unbefugte Hände gelangt sind. Und dann im Ergebnis dieser Risikoeinschätzung muss gegebenenfalls auch der Betroffene bzw. müssen die Betroffenen informiert werden, auch möglichst zeitnah, mit dem Hinweis, wie man denn dieses Risiko jetzt selber abschalten kann. Frau Kollegin, angenommen, ein Träger von uns meldet sich oder hat sich vielleicht schon gemeldet. Du bist jetzt gerade näher dran in Deutschland. Was rätst du denn an? Eltern informieren, ja oder nein? Tatsächlich
Ich bin sehr nah dran, ja, kann ich jetzt wohl so sagen, weil es gibt halt extrem viele Kita-Träger, die diese Software benutzen oder dieses Tool benutzen. Und entsprechend bin ich auch mit dran tatsächlich. Und es hängt so ein bisschen wohl davon ab, das kommt in den Medien nicht ganz so richtig rüber, es hängt wohl davon ab, ob eben eine bestimmte Funktion noch mitgenutzt wurde oder nicht, ob entsprechend ziemlich sensible Daten abfließen konnten oder nicht. Wenn das so ist, ja, dann bitte auf jeden Fall die Eltern informieren. Grundsätzlich die Eltern informieren, einfach im Rahmen der Transparenz macht das Sinn. Und die Eltern sollten wissen, worauf sie sich hier einlassen. Insbesondere, damit sie selber einschätzen können, okay, ist dieses Risiko es mir jetzt wert, da weiterzumachen? Oder sollten wir als Elternschaft vielleicht mal mit dem Träger ins Gespräch gehen, ob das uns immer noch gut gefällt oder nicht? Und vielleicht kommt man zu dem Ergebnis, ja, es passt uns immer noch, oder vielleicht auch nein, es passt uns nicht. Wir wollen vielleicht wieder zu Stift und Zettel zurück. Keine Ahnung. Digitalisierung ist in Krippe und Kita ein Thema, was mich hier auch bewegt. Und insofern war es super passend, dass, nein, es war natürlich sehr unschön, aber dennoch passend, dass eine solche Datenschutzpanne bei einer Kita-App für Eltern jetzt gerade so reinplatzt und Anlass genug, dieses Video zu machen. Ich grüße aus dem Süden der USA. Halte durch. Ciao. Ciao Bella, sagen die ja wohl weniger hier, ne? Nein, Bis es sollte dahin. mehr ein texanisches Ciao werden, aber egal. Oh, ich werde das mal anregen. Es kommt sicherlich super an hier. Bis dahin. Tschüss.